Chancensprung, Anschluss halten und fit in Ausbildung gehen. Bei dieser ESF-gestützten Maßnahme handelt es sich um Unterstützung für Jugendliche ab der 7. Klasse bis zum 25. Lebensjahr, die von Schulabbruch und Schulverweigerung bedroht sind. Tatsächlich konnten bei den meisten der 125 Teilnehmenden von Januar 2015 bis Juli 2016 geholfen werden. Wir sind inzwischen an 10 Schulen im Rems-Murr-Kreis bekannt und tätig. Mit dem steigenden Bekanntheitsgrad der Maßnahme Chancensprung wuchsen neben den Anfragen auch unsere Angebote. In Absprache mit den Kooperationspartnerinnen und Partnern konnten individuellste Bedürfnisse ermittelt und situativ niederschwelliger reagiert werden, insbesondere auch im Kontext von Jugendlichen mit Fluchterfahrung. Ich bin 23 Jahre alt. 24. Ich bin 17 Jahre alt. Kosovarisch, aber bald Deutsch. Ich komme aus Syrien. Ich bin deutscher Staatsbürger. Mein Hauptschulabschluss. Ich habe die Fachhochschulreife für das Land Baden-Württemberg. Ich habe noch Schulabschluss nicht gemacht. 2 Monate, besser als in manchen Fällen, wo ich 2 Jahre war. Ich bin ungefähr seit 2 Monaten im Projekt Chancensprung. Schon am März. Also das war mein Bruder. Bei meinem psychischen Problem hat mich das Zentrum für Psychiatrie unterstützt und an das Projekt Chancensprung vermittelt. Hat eine Frau mir geholfen, die Sporthalle. Also die Arbeit. Ich habe unbedingt Arbeit gesucht, aber kam nicht dazu und manche konnten mir nicht so gut helfen wie Sie. Ja, Vorformular oder so weiter. Wenn ich eine Formular habe. Ich habe eine Ausbildung absolviert, bin danach aber nicht vom Betrieb übernommen worden. Ich war dann 3 Monate arbeitslos und habe dann eine neue Arbeitsstelle gefunden, bei der ich 7 Monate lang gearbeitet habe. Leider wurde mir dann aufgrund psychischer Probleme gekündigt. Jetzt bin ich wieder arbeitslos. Viele Bewerbungen geschrieben und nachgeguckt. Man hat zunächst einen Berufstest mit mir gemacht, ein Berufsprofiling. Und man hat für mich entsprechende Stellen, die auf mich zugeschnitten sind, herausgefiltert und mich bei der Bewerbung unterstützt. Hat Frau Alena mir geholfen, zum Beispiel, wenn war ich keine Deutsch gut sprechen, hat mir geholfen im Rathaus oder Formular oder Schule, so weiter. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Projekt Chancensprung, da man mir hier auch Stellen vermittelt, die auf mich zugeschnitten sind. Und man auch auf meine individuelle Problematik eingeht. Ich bin glücklich, dass Frau Elena hat mir geholfen. Super, sehr gut. Also ich habe mich super zufrieden gefühlt, sehr sicher und ja, sehr zufrieden. Wenn ich eine neue Arbeitsstelle finden werde in meinem Bereich, würde ich beim Berufseinstieg Unterstützung in Anspruch nehmen und Probleme, die beim Berufseinstieg normal sind, dass man die besprechen und lösen kann. Ich habe noch keine Probleme. Jetzt, wenn ich Probleme habe, rufe ich Frau Alena an. Bei weiteren Briefen vom Rathaus oder Allgemeines. Wenn ich ein paar Fragen hätte oder Informationen brauche, werde ich zu meiner lieben Beraterin hingehen. Zu meiner lieben Beraterin, die ich sehr mag.